1978 kommen Lalo und Ines, unsere ehemaligen Nachbarn und Freunde, aus Castellar bei Buenos Aires zum ersten Mal nach Europa. Wir holen sie am Brüsseler Flughafen Zaventem ab. Von dort fahren wir zunächst nach Waterloo, damit die beiden sich von dem ermüdenden Charterflug erholen können. Am nächsten Morgen bummeln wir durch die sehenswerte Brüsseler Innenstadt. Rund um den großen Platz gibt es eine Schönheitskonkurrenz historischer Häuser, erbaut von den standesbewussten Innungen und Bruderschaften. Dies sind von links nach rechts Le Cornet, das Haus der Flussschiffer. Daneben La Louve, die Wölfin, das Haus der Bogenschützen mit dem goldenen Phönix auf dem Giebel. Das dritte Gebäude heißt Le Sac und ist das Haus der Schreiner und Küfer. Auf seiner Spitze ein Globus und ein Zirkel. Es folgt das Haus der Fettmacher. Das Gebäude ganz rechts heißt Le Roi d'Espagne, der König von Spanien. In Höhe des zweiten Stocks befindet sich die Büste des Königs. Eigentlich ist es das Haus der Bäcker. Vor dem Rathaus entdecken wir diesen Delahaye, einen seltenen Oldtimer. Das Brüsseler Rathaus. Das Mannequin Piss ist eines der Wahrzeichen Brüssels. Von Brüssel aus machen wir einen Abstecher in die Ardennen. Dieser befestigte Bauernhof steht bei Rolli. Das Schloss Lavaux bei Sainte-Anne. Das Schloss Vèves mit seinen 5 Rundtürmen erhebt sich auf einer bewaldeten Felskuppe. Das Wasserschloss Spontin ist das älteste noch bewohnte Schloss Belgiens. Es ist eine Kombination von Wehrburg, Jagdschloss und Herrensitz. Das Wasserschloss Jé-Bodenier wirkt verspielt. In das dunkle Mauerwerk sind schachbrettartig weiße Steinquader eingelassen. Auf dem Weg nach Doorn kommen wir als nächstes nach Amsterdam. Hinter dem roten Auto steht das berühmte schmale Haus. Der Grund für diese absurde Bauweise liegt darin, dass früher einmal Gebäude nach der Länge ihrer Straßenfront besteuert wurden. Die Stadtrundfahrt per Boot führt auch durch die Prinzengracht. Rechts im Bild das Pulitzer Hotel. Wir wohnten darin 1973 anlässlich einer IBM-Veranstaltung. Wenn man im Frühjahr in Holland ist, dann darf ein Besuch im Keukenhof nicht fehlen.
Der Hafen von Bunskoten. Früher gab es viele dieser mobilen Drehorgeln in Holland. Heute sind sie eine Rarität. Wir übernachten in Volendam. Dieser Damm trennt das Eiselmeer von der Nordsee und hilft Überflutungen vermeiden. Ein typisches holländisches Bauernhaus. Im Gasthaus Speaker in Bad Zwischenahn gibt es den besten Räucheraal. Lalo und Ines sind misstrauisch, weil sie Aale als Speisefisch nicht kennen. Sie essen daher lieber den vortrefflichen Ammerländer Schinken. Nach einigen Tagen in Doren und nach Ronalds Konfirmation setzen wir die Rundfahrt fort und besuchen als erstes den Safari-Park in Westenholz. Das Renaissance-Schloss in Celle. Die Celler Altstadt. Celle blieb in dem 30-jährigen Krieg dank der glückhaften Diplomatie des Welfenherzogs unzerstört. Die Kirche in dem verträumten Heideort Bedenborstel beherbergt diesen vergoldeten Altar mit einer 30 Figuren umfassenden Kreuzigungsszene. Die Okertalsperre im Harz. Die Grenzbefestigungen in der damals noch existierenden DDR. Wir übernachten im Waldhotel Aschenhütte bei Herzberg. Das Schloss in Herzberg wurde bereits 1157 als Besitz Heinrichs des Löwen erwähnt. Wir sind jetzt in Unterfranken und besichtigen die Wallfahrtskirche Santa Maria in Weingarten mit ihrem Riemenschneideraltar. Die Stadt Marktbreit in Unterfranken. Würzburg und die 110 Meter über der Stadt thronende Feste Marienberg. Als nächstes besuchen wir Wertheim am Main. Die Aufnahmen stammen nicht nur von dieser Reise, sondern entstanden zum Teil schon 1959. Sehenswert sind die Fachwerkhäuser aus dem 16. Jahrhundert. Über Nacht bleiben wir in Bad Mergentheim. Die Stadt war von 1526 bis 1806 Sitz des Deutschen Ritterordens. In Rothenburg ob der Tauber machen wir einen ausgedehnten Stadtbummel. Der Markusturm.
Dinkelsbühl konnte, ähnlich wie Rothenburg, sein mittelalterliches Stadtbild fast vollständig erhalten. Das Renaissance-Schloss Hochelwangen bauten sich die Fürstpröpste zwischen 1603 und 1608. Der Innenhof des Schlosses mit seinen Arkaden. Weit sichtbar ist die helle Doppelturmfassade der Wallfahrtskirche Schönenberg bei Elwangen. Im Inneren der Kirche steht ein imposanter Hochaltar aus Stuckmarmor. In Herrenberg besuchen wir Doris und Rolf Oehle und verbringen gemeinsam einen netten Abend im Schlosskeller. Am folgenden Tag bummeln wir durch die Altstadt von Straßburg. Das Hauptportal des Straßburger Münsters. Gaumenfreuden genießen wir in der L'Auberge d'Ile bei Herrn Heberlin mit seinen 3 Michelin-Sternen. Den Kaffee serviert man uns im Garten. Über Nacht bleiben wir in Riekewier. ...1978 heißt unser Hotel noch Au Vieux Riekewier. Die Dusche befindet sich damals in einer Blechkabine mitten im Zimmer und zur Toilette geht es über den Gang. Heute heißt das Hotel Au Saumon d'Or und die Zimmer sind bestens ausgestattet. Das Geburtshaus Albert Schweitzers in Kaisersberg. Neben Riekewier gefällt uns Kaisersberg unter den elsässischen Städten am besten. Klein-Venedig in Colmar. Inés, Hertha und Lalo beim Bummel durch Colmar. Die Gesichtszüge verraten, dass die gute französische Küche auch anstrengend sein kann. Hertha vor ihrer Lieblingsbeschäftigung: Eis essen. Als nächstes zeigen wir unseren Freunden Zürich. Der Limmat verleiht der Stadt Zürich einen besonderen Charme.
Im Kindli, einem Folklore-Restaurant, essen wir zu Abend. Wir hören eine Originalaufnahme dieser Gesangsgruppe. Der Züricher See. Wir fahren den Vierwaldstädter See entlang. Das Wilhelm-Tell-Denkmal in Altdorf. In Göschenen wird unser Auto auf die Bahn verladen. Dieses und die folgenden Bilder zeigen Locarno und den Lago Maggiore. Der Lago Maggiore vom Monte Bre aus gesehen. Die Borromäischen Inseln im Lago Maggiore. Wir fahren zurück auf Schweizer Gebiet und übernachten nahe der Grenze zu Italien in Vico Soprano. Das Hotel Prancera hat Ines und Lalo besonders gut gefallen. Am Vormittag überqueren wir den Maloja-Pass. Der Silser See ist jetzt im April noch weitgehend zugefroren. Auf St. Moritz werfen wir nur einen flüchtigen Blick. Der 2284 Meter hohe Julia-Pass. Wir sind jetzt in Wasserburg und damit zurück in Deutschland. Diese Stadt ist fast vollständig von einer löffelförmigen Innschleife umgeben. Die schöne Rokoko-Fassade des Kernhauses
am Marienplatz in Wasserburg. Die Nacht verbringen wir in München, hier der Marienplatz. Die Ludwigstraße und das Siegestor. Es wurde 1850 erbaut und ist dem bayerischen Heer für seine Erfolge im Kampf gegen die Truppen Napoleons gewidmet. Inés hat kein Problem, beim Haxenbauer eine Schweinshaxe zu essen. Lalo dagegen ist dieses ihm unbekannte Gericht nicht ganz geheuer. Auf dem Marienplatz findet eine Freilichtandacht statt. Das Münchner Rathaus. Täglich um 11 Uhr ertönt im Erker des 85 Meter hohen Turms ein Glockenspiel, das mit seinen Figuren an das Turnier erinnert, welches bei der Hochzeit Herzog Wilhelms V. mit Renate von Lothringen im Jahre 1568 stattfand. Anschließend sieht man den Schäfflertanz, den Tanz der Fassmacher. Das Hofbräuhaus. Die letzte Station unserer Rundreise ist das damals noch geteilte Berlin. Wir sehen den Kurfürstendamm bei Nacht. Das Brandenburger Tor vom Westen aus gesehen. Und jetzt sind wir auf der Ostberliner Seite. Unter den Linden. Die Hedwigskathedrale wurde im 18. Jahrhundert nach Ideen Friedrichs II. Errichtet. Er dachte dabei wohl an das Pantheon in Rom. Der Rundbau wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und bis 1963 wieder aufgebaut. Der Berliner Dom. Der Palast der Republik. Die Marienkirche am Alexanderplatz. Die Ehrenwache der NVA. Die Straße des 17. Juni. Der Reichstag noch ohne Glaskuppel.